Moin Moin, liebe Freunde, ich bin Jinx Viking. Danke für die Unterstützung im letzten Video. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Auch ein paar neue Abonnenten sind dazugekommen. Super geil. Wenn euch das Video gefällt und ihr mehr von ihr sehen wollt, liked den Kanal. Nein, liked das Video. Und gebt einen Kommentar für den YouTube-Algorithmus wieder. Wir befinden uns gleich in der Trainerkarriere. Ich wollte aber vorweg noch einmal sagen, ich plane demnächst ein quasi Q&A-Video zu machen. Ein bisschen Frage-Antwort. Deswegen würde ich euch bitten, schreibt auch unter diesem Video ein paar Fragen, die ihr gerne beantwortet haben möchtet. Und es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch euren Freunden davon erzählt und mich vielleicht auch wissen lasst, was für Spiele wir in Zukunft noch so spielen könnten. Für mich selbst geplant ist auf jeden Fall das neue Pokémon, was im November erscheint. Dazu werde ich auch direkt eine Nuzlocke starten. Also direkt die Hardcore-Variante. Weil Pokémon ist ja sonst ein Kinderspiel. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und ansonsten hätte ich noch weiterhin zusammen mit Freunden Halo Wars im Angebot. Hätte ich immer wieder Bock, eine längere Session zu machen. Aber lasst es mich in den Kommentaren wissen. Auf ins Ingame. Einmal umswitchen. Und wir waren dabei, ein Comeback zu starten. Das war unsere bisherige Mannschaft. Wir haben Gerrit Holtmann geholt. Wird der Gerrit oder Gerrit ausgesprochen? Weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Und ich hätte gefragt, wer bei uns denn so der Kapitän sein soll. Ich fand tatsächlich die Idee mit Uwe Jan am besten, weil irgendwie sehe ich ihn da noch so mit am ehesten. Freistoß macht auch weiterhin Uwe Jan. Den langen Freistoß würde ich eigentlich ganz gerne dem geben, der die höchste Schusskraft hat. Aber was wir hier nicht on the fly sehen können, was eigentlich ganz geil wäre anstelle Schalke-Logos, rechts einfach nur die Werte der einzelnen Spieler. Aber gut, ne? Unsere Taktik ist ein Druck nach Fehlern. Ich habe erst hier Pressing nach Ballverlust probiert, aber da ermüden die uns einfach viel zu schnell. Das habt ihr bestimmt auch schon mal merkt. Ständiger Druck ist noch schlimmer. Da kommen die gar nicht mehr klar. Eine ganze Halbzeit sind die schon wieder weg. Deswegen Druck nach Fehlern finde ich am besten. Das Aufbauspiel haben wir hier als ausgeglichen. Ich würde aber bevorzugen, einen schnellen Aufbau zu machen, weil wir sollen eine Kontermannschaft sein als Aufsteiger. Quasi wie es Werder Bremen vorlebt. Die Chancenerarbeitung würde ich auf Läufe in die Spitze ändern, so wie ich es auch bei meinem Ultimate Team habe. Da habt ihr mich auch nachgefragt, ob wir da mal reingucken könnten wieder. Ich kann euch ja vielleicht am Ende der Folge mal zeigen, wie es bei mir so aussieht. Bei Ecken möchte ich alle im Strafraum haben. Bei Freistößen vielleicht ein bisschen mehr. Und dann hatten wir noch die Anweisung dahingehend, wir machen erstmal jetzt die Taktik. Ich möchte bei allen Spielern energisches Abfangen haben, weil das habe ich jetzt auch für mich im Ultimate Team Modus entdeckt. So, ich habe das eingestellt und für mich war es vom Gameplay her deutlich besser. Das war für mich ein gefühlt eine Steigerung von 30%. Weil ich viel besser auch dann eigene Konter fahren konnte. Und ich würde es gerne hier auch ausprobieren im Karrieremodus. Und für die Außenverteidiger hätte ich ganz gerne, nein, nicht das, dass die mit angreifen. Das ist natürlich offensiver. Haben wir jetzt alles hier? Ja, ne? Und ich würde ganz gerne noch den Bizak-Zitsch nach vorne schicken, wenn die Niederlage droht. Schwolow hätte ich ganz gerne als Flankenfänger. Ich weiß, ich sage immer, er ist ein Fliegenfänger, aber jetzt können wir mal so richtig damit testen. Und als Libero außerhalb des Strafraums. Damit wäre erst einmal alles getan. Das wäre unsere Standardstrategie.
Wir haben generell nicht viele Spieler im Kader, es ist mir auch schon aufgefallen, aber es ist gar nicht mal so schlimm, weil ich spiele gerne mit kleinen Kadern. Ich habe normalerweise auch gerne in meiner privaten Karriere immer die Ersatzbank natürlich und dann zwei Reihen hier voll. Also jeweils nochmal vier Stück dazu, weil sonst der automatische Trainer, der macht nur Murks. Wirklich nur. Gut. Hätten wir es abgegrast, bitte speichert das. Danke. Dann. Ja, das hatten wir jetzt. Transfers. Da gab es so einiges. Ihr hattet mir auch gesagt, ich sollte vielleicht mal nach Stammspielerqualität gucken, die aber ablösefrei sind. Deswegen wollte ich ganz gerne mal gucken. Ist quasi wie der Union Berlin Plan immer. Ich weiß gar nicht, haben die jetzt im letzten Jahr so viele ablösefrei geholt? Bin mir unsicher. Nichtsdestotrotz, wir wollen erstmal gucken. Christian Koumé bei Mainz. Ist verliehen, ja. Macht natürlich gar keinen Sinn. Wir gehen einmal hier so ein bisschen zusammen durch. Mats Petersen. So ein bisschen im Schnelldurchlauf. Aber anscheinend habe ich es. Oh, guck mal hier, der Sonny Kittel. Dessen Vertrag läuft aus. ZOM. Der kann aber auch, glaube ich, links und rechts spielen. Ich packe den mal auf die Wunschliste. Das werden wir gleich nochmal vielleicht dort finden. Laszlo Kleinheiser hatte ich schon irgendwie auf die Scouting-Liste gesetzt. Ist ein freier Spieler tatsächlich, auch ZOM. Würde ich auch zu Ende scouten lassen, weil da bin ich immer vorsichtig mit den Werten. Okay, das war's schon. Defensive wäre cool, wenn wir einen Mann hätten. Aber haben wir anscheinend nicht. Chabot ist verliehen. Teuter. Martenia. Ich glaube, der ist auch nicht das, was wir wollen, so wirklich. Patrick Drees von SV Sandhausen. 29. Vertrag läuft aus. 65 bis 75. Bei einem Marktwert von. Sehen wir das? Ich glaube nicht, ne? Warte, lass uns mal einmal kurz. 71, 81, 60, 70, 65, 75. Fangsicherheit. Der wird so eine 71 haben, schätze ich mal. Ich würde es jetzt nicht beschreien. Wir können ihn mal scouten, weil wir wahrscheinlich sowieso irgendwann einen Ersatztorhüter brauchen. Auch ein Fährmann wird leider schlechter. Aber ich möchte unbedingt einen Torhüter haben, der entweder ein Routinier ist, auch so um die 30, aber eine hohe Gesamtstärke mitbringt, oder aber ein junges Talent, so um die, sagen wir mal, 21, 22, der aber schon auf einem Level herkommt mit Schwolow. Zumindest eine 75 hat. Quasi für die kommende Saison. Dann hatten wir noch auf unserer Transferliste, Moment. Genau. Vaclav Czerny, da habt ihr gesagt, der ist 25, der wird sich nicht mehr großartig so entwickeln. Auch mit einer 71 ist er eigentlich zu schwach für uns. Ja. Wir haben einen Mollet, der ist, ich glaube, 31, hat eine 77. Wäre eigentlich ein Ersatzding für uns gewesen. Jemanden, der nicht viel Theater macht. Aber ihr habt gesagt, ein Changui Koulibaly wird dort viel mehr Sinn machen. Rechter Flügel. Hat noch Entwicklungspotenzial, ist auch gar nicht mal so langsam und könnte dann Mollet dort beerben, zeitnah. Zumindest in ein oder zwei Saisons. Je nachdem auch, wie gut er sich steigert. Wird aktuell auch nicht viel kosten. Und ich habe mich entschieden, ich würde den gerne kaufen. Der kostet auch nicht so viel. Ich halte das auch für realistisch. Wir spielen ja eine realistische Karriere, dass er dann vielleicht beim FC Schalke doch die Chancen sieht, auf Stammspielersicht zu kommen. Dann gucken wir mal.
Marktwert 3,6 Millionen. Wir fangen mal ganz frech an mit 3 Millionen. Was sagst du dazu? Ist er eigentlich direkt mit einverstanden? Er möchte nur noch 2% dazu haben. Ja, okay. Das hat ja schon mal super geklappt. Da müssen wir nur noch mit ihm verhandeln. Er könnte auch Mittelstürmer spielen. Ist mir gerade aufgefallen. Wir müssen uns ihn gleich mal ganz genau angucken. Vielleicht finden wir ja sogar eine bessere Position für ihn, als das er gerade hat. Vielleicht steigert er sich ja dann direkt. Mit deiner 70 wärst du bei uns erstmal Rotationsspieler. Muss man so hart sagen. 5 Jahre. Pass. Freigabesumme ist nicht. Jo. Gehalt. 10.000 kriegst du da so ungefähr. Würde sagen, wir können so 13 zahlen. Ein bisschen mehr halten in die Woche. Muss ja auch ein Anreiz für ihn sein. Und ja. Wart ihr es zu viel? Ich glaube nicht. Gucken wir mal, wie der Transfer bewertet wird. Ein B. Dann hatten wir hier den Kleinheißler, der kann auch zentrales Mittelfeld spielen, was ich eigentlich auch ziemlich interessant finde. Aber ich möchte bei ihm auf die Gesamtstärke abwarten, weil ich möchte nicht, dass wir jetzt da ein Überraschungspaket uns zulegen, auch wenn er umsonst ist. Sonny Kittel, ZOM, linker Flügel, zentrales Mittelfeld, 5 Sterne schwacher Fuß, 4 Sterne Spezialbewegung, 30 Jahre alt und er wäre ja auch in der kommenden Saison dann bei uns. Ich würde ihn holen für die kommende Saison, weil warum nicht? Kann ich mir ziemlich gut vorstellen. Was sagst du zur Rotation als Test? Das könnt ihr euch immer merken, wenn er was Höheres haben möchte, hat er eine höhere Gesamtstärke oder eine zumindest ähnliche. Genau, er möchte wichtig haben. Er will so ungefähr ein Level bei uns haben mit den ähnlichen Spielern, die wir im Kader besitzen. Von daher passt das schon. Wie lange soll der Vertrag laufen? Ich sage einfach mal 3 Jahre. Okay. Freigabesumme ist nicht. Gehalt schlägt er leider nicht vor. Ich weiß nicht, was die bei uns im Durchschnitt so alle verdienen. Gehen wir mal mit 15.000 rein. Ist fast okay für die sogar. Was möchte er? Einstiegsbonus? Ja. Kann er haben. Ich merke, ist gerade bei mir im Controller die Batterie alle gegangen. Sorry. Einen Moment. So. Controller wieder mit Batterien gefüllt und am Start. Ja, kommt davon, ne? Wenn man immer nur die günstigsten Batterien kauft, dann sind die alle paar Tage leer. Wir nehmen diesen Bonus raus mit den 5 Toren, was ist Schwachsinn? Ja, und dann ist er dabei für die kommende Saison. Warum nicht?
Ich finde, das ist gar nicht mal so schlecht dafür. Das finde ich jetzt doof. Jetzt kommt er schon, um sich hier irgendwie vorzustellen, Fitnesstests zu machen, dies, das, jenes. Aber seine eigene Saison beim Hamburger SV ist ja noch gar nicht vorbei. Das macht überhaupt keinen Sinn. Der würde jetzt auch nie im Leben einen Medizincheck bei uns absolvieren, weil der kann sich doch in einem halben Jahr komplett ändern. Was ist das? Was ist das für ein Trikot? What? Was habe ich da gerade gesehen? Ein hervorragender Deal. Ja, war gratis. Hat eine 73. So. Sag ich doch. Eigentlich gar nicht mal so schlecht, muss man mal so sagen, ne? Ja, das finde ich in Ordnung. Drewes können wir ja mal gucken, wie das so sich gestaltet. Ja, dann wäre da noch hier einmal Okugawa mit seiner 75. Und ja, nächste Saison mit 10er spielen, was sagt ihr? Ich würde sagen, wir machen erstmal die Rückrunde und entscheiden uns dann. Paulinho wäre noch eine schöne Verstärkung, könnte auch 10er sein. Vaclav Czerny, nehmen wir mal runter von der Liste jetzt mittlerweile. Ich habe ja auch gesagt am Anfang der Saison, ich möchte den Kader größtenteils die erste Saison hier zumindest zusammenhalten. Weswegen wir jetzt weitergehen. Und zwar wollten wir gucken. Kalender. Ist übersichtlicher. Gegen Frankfurt spielen, ach, Augsburg spielen wir nicht. Ich würde ganz gerne gegen Union Berlin spielen. Weswegen wir auch keinen mehr verkaufen wollen. Na doch, wir simulieren bis dorthin. Und hoffen, dass wir die Rückrunde jetzt mit ordentlich Comeback-Potenzial bewältigen. Immer wenn ich den Controller weglege und bei diesen Simulationen fange ich an, innerlich zu schreien, weil ich nichts mehr machen kann. Augsburg unentschieden, super. Jeder Punkt zählt, wie im echten Leben. Warum ist Frank Kramer eigentlich noch Trainer? 4-2, ja, war irgendwie zu erwarten, ne? Ich glaube, Wolfsburg hat fast komplett einen 80er Kader. Im Spiel zumindest. Gegen Bochum 3:0. Boah, verloren. Nicht euer Ernst. Why? Ganz vergessen, unser Neuankömmling einmal nochmal anzugucken. Das Ganze in der Teamzentrale. Wo ist er? Einmal bitte alle Werte angucken und einmal gucken, wie es so okay. Ja, 59 schießen und dann die einzelnen Werte drunter. Die lassen jetzt nicht wirklich darauf schließen, dass er ein Stürmertyp ist. Übersicht, ja, es macht auch keinen Sinn als Zehner. Nein, das ist kein Zehner. Auch die Physis passt da nicht so richtig jetzt. Aber rechter Flügel passt. Das darfst du jetzt erstmal werden. Rechter Flügel. Wie sieht es eigentlich in der Tabelle aus? Ich traue mich ja nicht zu gucken. Ne? Ja, wir sind Letzter, das wussten wir. Mainz und tatsächlich Werder Bremen. Und dann ist der 14. Tabellenplatz schon 6 Punkte entfernt. Ja, da müssen wir aber ordentlich was hinlegen. Ne? Wer ist ganz oben? Was frage ich überhaupt? Wolfsburg ist auf Platz 2. Was ist da passiert? Das
Also manchmal macht dieser Karrieremodus mich echt fertig, ne? Also Party spielen. Okay, da sind ein paar nicht ganz fit. Wen könnten wir denn für einen Kral da reinschicken? Ich würde das ganz gerne mit Dani Latza mal probieren. Vujan muss eigentlich spielen, weil Calhanoglu ist noch nicht gut genug. Könnten ihn aber mal mitnehmen. Der Rest ist okay. Larsen, ja. Und natürlich hier unseren, nehmen wir mal mit für Keller. Den wir übrigens bisher nicht verliehen bekommen haben. Haben wir ja auf die Transferleihliste gesetzt. Zumindest kurzfristig, weil ich dachte, bei uns bekommt er eh nicht so viel Einsatzzeit und ich möchte nicht, dass er sein Potenzial verliert. Großartig zumindest. Ich glaube aber trotzdem, nächste Saison müssen wir ihn verleihen, weil er einfach noch zu weit weg ist. Auch nicht schlecht. Starten wir das Spiel. Puh. Ich habe wieder umgestellt. Hängt Fußballschuhe an den Nagel, Trimmel. Oh. Verdienter Spieler. Weil wir hatten durch meine Ultimate-Team-Vereinfachung mit diesen lilanen Sternen da, hatten wir irgendwie auf Halbprofi gespielt. Jetzt sind wir wieder bei der richtigen Schwierigkeitsstufe. Läuft, der läuft. Nicht, dass wie beim letzten Video, was ich leider komplett verwerfen musste, die Aufnahme nicht mitzeichnet, weil ich vergessen hatte, auf Aufnehmen zu drücken. Das war sehr, sehr belastend. Haben sie uns gut weggerätscht. Es sieht so aus, als hätten wir eine Überzahl im Mittelfeld, weswegen ich jetzt vornehmlich versuchen werde, da durchzukommen. Macht ihr es auch, wenn ihr FIFA spielt, dass ihr immer wieder so ein bisschen darauf achtet, wie die Aufstellung des Gegners ist und euch versucht, dementsprechend anzupassen? Oder zieht ihr da knallhart euer Spiel durch? Echt, das war ein Foul? Ja, okay. Links läuft ein bisschen mit Versetzung was. Kontrolle. Gut. Ach, schade. Ein Tick zu langsam. Das ist dann nicht Einsatz. Wieder einen ganz kleinen Tick zu langsam. Das wäre richtig gut gewesen. Oh. Hab ich gar nicht mit gerechnet, dass ich da dran komme. Und da ist er drinne. War es Larsson? Ja. Schaut euch das an. Ich wollte ihn eigentlich noch den nach ganz rechts legen zum Mollet, aber hat auch so wunderbar gepasst. Wenn er nur einmal so im echten Leben spielen würde. Aber ich glaube, aus der Mannschaft ist tatsächlich aktuell nicht mehr
zu holen. Beziehungsweise nicht mit der taktischen Einstellung, die wir jetzt haben. Wir agieren viel zu defensiv. Und wenn du so defensiv agieren möchtest, ist das grundlegend okay, solange du auf Konter gehst und schnelle Außenspieler und sowas. Das ist aber auch das kleine Einmaleins des Fußballs, ne? So muss ich eigentlich nicht viel sagen. Schade. Das war richtig gut durchgespielt. Komm, wir brauchen die 3 Punkte. Lass doch hier nicht. Na, Schwolow. Der Fliegenfänger. Hätte er ihn halten können. Hätte ihn halten können. Er war auf jeden Fall in die richtige Ecke unterwegs. Kann ich mir jetzt nicht ankreiden, dem guten Mann, der im echten Leben ja so gar nicht kritikfähig ist. Er hat ja allen Ernstes gesagt, er wäre nicht an den Gegentoren verantwortlich. Ja, ich meine, ein Neuer, ein Sommer, ein Trapp, die hätten den ersten Schuss zumindest gehalten. Aber er ist halt nicht einer dieser großen Spieler. Er ist halt Scholow. Von daher ist das für mich okay, wenn er es nicht hält. Aber er kann trotzdem ja sagen, an einem guten Tag hätte er ihn gehabt oder so. Auch als Floskel. Meinetwegen. Aber zu sagen, er wäre überhaupt nicht schuld daran, ist schon sehr, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ach, scheiße. Ich hab's kommen sehen. Ich habe gedacht, er macht noch den Seitenschritt. Ich habe gedacht, nimmt den an und geht noch mal nach links rüber. Aber was er direkt schießt, hat er sich auch ideal vorgelegt. Wie kann der da noch durchkommen? Ist es nicht wahr? Muss raus. Schön. Ich hab's ja gesagt, wir spielen wie im echten Leben. Sehr schwammig. Und er läuft auch nicht. Der Mollet, der läuft nicht. Lauf doch. Könnte er bitte laufen? Nicht aufgeben. Hätte nicht sein müssen. Mit den 2 Gegentoren. Aber jetzt ist auch Zeit. Für die zweite Hälfte wird der Kral mit Sicherheit genug Energie haben. Wir warten noch ein bisschen, was Mollet noch so auf dem Feld zustande kriegt. Was haltet ihr eigentlich hier von Vandenberg, also Ingame? Ich finde, irgendwie spielt er sich nicht so gut vom Gameplay her. Hat so ein kleines bisschen was von Hövedes. Hallo? Das ist jetzt doch locker gelb. Wenn nicht, dass er verletzt ist.
Ich habe immer gesagt, der Höwedes, der hatte bei FIFA immer eine schöne Gesamtstärke. Bis auf vielleicht dann die letzten Jahre, wo er schon gar nicht mehr so on top war. Das dritte fangen wir uns auch noch nicht zu. Okay. Bobby Wood. Aber ich fand es mit Höwedes immer extrem schwer zu spielen. Es ist einfach. Guck mal, da ist nur einer in der Mitte. Also, wie soll ich da flanken? Wie stellt euch das vor? Den fängt der auch noch. Kein Pass über 3 Meter. So, jetzt volle Kanne der Konter. Das geht nicht. Ich habe Schuss gedrückt und er schießt nicht. Er lässt ihn da irgendwie durch oder was? Was soll das? So. Tut mir leid, Gerrit Holtmann, das war heute nichts. Und bitte auch dann den Terodde. Was soll ich sagen, ne? Alles oder nichts? Auch wie langsam der Kral ist. Aber er hat ihn zumindest geholt. Ich komme nicht hinterher, der ist zu langsam. Und ist drin. Wenn ihr jetzt den Michel einwechselt, ne, und der 2 Tore bei uns schießt. Ja, alle runter. Na? Können wir dann auch mal, danke. Bitte laufen Sie. Er hat ihn gekriegt tatsächlich. Nicht sein Ernst, dass er den Ball dann. Das war Simon Terodde. Das war Simon Terodde, der den Ball nicht reinmacht. Aus dieser Situation heraus. Ich fasse es nicht. So alleine machen. Drin. Musste er alleine machen, der Bülter. Zu Recht.
Vandenberg, so unbeholfen. Ich glaube nicht, dass er noch bei uns weiterhin in der Startelf steht. Okay. Schön. Hoch. Terodde. Den hält er auch. Das war's. 4-2 verloren. War keine gute Leistung und ich möchte auch kein Interview. Mal wieder 0 Punkte. Wir gehen wieder in den Kalender. Was gibt es denn noch? Hoffenheim. Dann ist auch nicht mehr so viel, ne? Ich würde sagen, wir gehen noch nach das Hoffenheim-Spiel. Nach dem Hoffenheim-Spiel. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Ja, 2-0 verloren. Damit haben wir alle Spiele in diesem Monat grandios verloren. Und ich würde euch mitgeben als Auswahl Eintracht Frankfurt zu Hause, Mainz 05 zu Hause. Warum haben wir drei Heimspiele? Stuttgart zu Hause oder auswärts Freiburg. Gegen eins davon werden wir selbst spielen. Ein weiteres nehmen wir mit als Höhepunkte. Als alle Höhepunkte, nicht nur Angriff. Dann gucken wir mal, wie wir in der Tabelle danach so stehen. Ich würde ganz gerne noch einmal in den Scouting-Bericht gucken. Zusammen mit euch, dann nehme ich euch gerne mit. Fangen wir mit dem Angriff an. Lindon Dykes. Okay. Ryan Christie. Rhys Nelson. Der ist bestimmt kein Stammspieler bei Arsenal. Ich würde ihn auf die Wunschliste setzen und tatsächlich direkt versuchen, Rhys Nelson zu kriegen. Ist das realistisch? Ist bei Arsenal kein Stammspieler? Hatten wir schon mal irgendwie mit Arsenal Kontakt in den vergangenen Jahren? Boah, da müsste ich jetzt gucken und das kann ich gerade nicht. Rhys Nelson, hat er nicht auch mal irgendwie bei Bremen oder so gespielt? Keine Ahnung. Marvin Ducksch fände ich jetzt nicht realistisch. Bakary Jota, quasi das Gegenstück. Wollen wir ihm beide klauen? Nein, so gemein sind wir nicht. Wir sind nicht der FC Bayern, der gerne bei Leipzig rumwildert. Da können die auch noch so sehr sagen, ja, der Große nimmt immer von den Kleinen und so. Nein, das ist Quatsch. Als ob es keine ausländischen Vereine gibt, die ebenso gut oder bessere Spieler haben. Das ist einfach nur Konkurrenz sprechen. Die wollten ja auch den Leimer wiederholen. Hat ja nicht funktioniert. Ist für Leipzig auch besser gewesen. Leicester City, Christian Fasnacht hat er einen richtig coolen Namen. Ryan Letson, ZDM.
aus Preston. Boah, weiß ich nicht. Na, kurz immer auf die schwächste Seite gehen und dann einen ungefähren Durchschnitt ausrechnen und dann das Ganze plus 3. Das ist immer so die Formel gewesen, mit der ihr dann die zweite Seite aufwerten könnt, also gucken könnt, dann daraus Rückschlüsse ziehen könnt. Das ist immer die Übersicht, das ist die Seite, die ihr nie beachten solltet, wenn ihr mal Spieler so versucht. Da sind immer nur die besten Werte aufgesetzt. Da könnt ihr so ein bisschen auch den Durchschnitt rechnen, aber um es ganz genau zu haben, lieber hier. Das sind. Ich komme jetzt hier auf eine 73. Setzen wir ihn mal auf die Wunschliste und verbrühen unser Glück. Können wir mal gucken. Fände ich jetzt auch nicht so schlecht. Auch nicht ganz undenkbar, weil der Schröder hat ja auch schon mal einen oder anderen irgendwo hergeholt. Keiner genau weiß, warum. Wie kommt das zustande? Armin Jones finde ich nicht realistisch. Romano Schmid. Barrero. Aber von Mainz, die sind aktuell besser als wir. Es macht keinen Sinn. Lee Jae Sung. Eine Freigabesumme von 12. Okay. Danny De Witt von AZ Alkmaar. Hat der einen Außen? Ist ein Führungsspieler. Ja, der wird nicht zu uns noch kommen. Ach, guck mal an, wer fertig gescoutet ist. Gehen wir noch mal in die Gesamtansicht. Also 71, 28 Jahre alt. Oh, ich weiß nicht. Brauchen wir jemanden mit einer 71? Ich glaube nicht, ne? Ihr könnt es ja selbst in die Kommentare schreiben. Ich lasse es erstmal noch drauf. Er hat eine 72. Ja, da ist Fährmann jetzt nicht weit weg mit seiner 70, ne? Finde ich jetzt nicht so. Reiß Nelson. Wir probieren es. Wir probieren es einfach mal. Wir gucken mal, auch für die kommende Saison. Preston ist jetzt kein großer Verein. Er möchte wichtig sein, das finde ich gut. Das heißt, er wird auf jeden Fall. Was hatte ich gesagt? 73 habe ich gesagt. Guck mal, ob er es auch hat. Für 4 Jahre, meinetwegen. Freigabesumme ist nicht. 13.000 steht da direkt selbst vor. Finde ich super. Bonus entfernen, Abfahrt. Ja, von mir aus noch ein bisschen mehr dann. Kommt also ablösefrei für die kommende Saison. Ein A. Also Gratis-Transfers findet der Computer immer ganz witzig. Und er hat eine 72. Na gut. Dann hatten wir noch hier Reiss Nelson, kann auf beiden Seiten spielen. War auch ablösefrei, ne? Wir probieren es. Für die kommende Saison. Ob das jetzt so 100% realistisch ist, weiß ich nicht. Ich würde ihm wie immer Rotation anbieten. Wenn er wichtig sagt, bin ich glücklich. Er sagt wichtig. Okay. Für. Ja, ne, komm. 5 Jahre. Freigabe so will er nicht.
Schlag das Gehalt vor. Bitte schlag das Gehalt vor. Wo ist. Was ist das? Er kommt aus England. Hui. So, Bonus erstmal weg. 340.000 als handschlagmäßig, ja, okay. Gehalt. Was sagst du zu 25.000? Also. Hat der jetzt gerade sein Gehalt erhöht? Was sagst du zu 30.000? Ist okay. Geldgieriger Sack. Komm. Da haben wir zumindest einen jungen Spieler. Ablösefrei kommende Saison. Und 74. Ja, doch. Ja. Vielleicht noch ein mehr in der kommenden Saison, wenn er dann zu uns wechselt. Guck mal, was wir schon alles haben. Wir haben einen Leedson mit einer 72, 25. Einen Rice Nelson. Einen Sonny Kittel. Ich denke, es sind noch ein paar sinnvolle Upgrades, oder? Oder Ergänzungen auch zumindest. Kleinheißler weiß ich nicht. Dreves, naja. Kontaktieren, ja. Weiß ich nicht, ob das so Sinn macht. Vielleicht habt ihr bessere Ideen. Ich bin ja immer noch so ein bisschen an Paulinho interessiert, aber der hat mittlerweile seinen Vertrag verlängert. Glaube ich. Ich glaube aber auch nicht, dass wir ihn kriegen könnten. Er spielt ja jetzt wieder bei Leverkusen. Ich lasse es erstmal offen. Ich lasse das erst einmal offen. So, dann, wie versprochen, noch als letzter Punkt. Wir speichern das einmal ab. Ja, nicht vergessen. Und gucken uns einmal bei Ultimate Team mein aktuelles Team an. An und für sich ist da gar nicht so viel passiert. Ich spiele auch aktuell nicht jeden Tag, weil ich einfach nicht die Zeit dazu habe. Ich habe ja noch einen Vollzeitjob, der mich auch stark einbindet in meinem Leben. Wir sind der FC Schieß daneben. Hier ist der Name Programm. Wir haben 84.000 Münzen. Und das ist der Kader. Wir gehen von hinten nach vorne durch. Wir haben Maignan. Wir haben die Siegesformel. Mannschaft mit 33 Chemiepunkten. Okay. Skriniar ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Tomori daneben mit seinen 86 Tempo ist er einfach komplett broken, Meter bis zum geht nicht mehr. Wenn der Junge irgendwann nochmal so eine Team of the Year Card oder so kriegen sollte, musste er zwangsläufig schon irgendwo ganz, ganz weit im 90er Bereich sein. Der ist so kaputt, dieser Spieler. Wer den im Team hatte, ist direkt ganz vorne mit dabei. Jordi Alba ist auch einer meiner Lieblingsspieler. Man merkt, dass er was älter wird, ja. Aber ich finde auch immer noch richtig gut dabei. Als rechter Innenverteidiger haben wir Koundé. Habe ich tatsächlich nur im Team wegen der Links.
Ich habe ihn gar nicht so auf dem Zettel gehabt als Teamspieler hier irgendwie im Game mit drinne, aber Moment, ich muss einmal ganz kurz, da fällt mir nämlich was auf. Ach doch, ihr könnt alles sehen. Hab schon gedacht, die Kamera verdeckt das. Hätte ich vielleicht einfach nach links gucken können, aber egal. Koundé. Rechts haben wir Jesus Navas, auch einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Sogar die Rulebreaker-Karte. Da bin ich auch ziemlich stolz drauf. Habe ich gekauft für knappe 60k. Die spielt sich auch richtig gut. Dann haben wir hier Barella. Weil ich mir dachte, ich würde ganz gerne mal mit dem probieren. Ich habe nämlich zuvor, wenn ihr hier unten guckt, mit, wo ist er? Ah, vielleicht drüben im Verein, habe ich mit Toni Kroos gespielt. Ich finde aber Barella einfach besser, weil der mehr Tempo hat. Kessié daneben. Bisher nur die Goldkarte. Ich warte auf eine Timo Suri-Karte, aber mal gucken. Dann vorne Fekir drinne. Hätte ich auch sehr, sehr gerne als Rulebreaker-Karte, aber der ist einfach verdammt teuer. Der kostet irgendwo zwischen 250 und 300k und das ist mir einfach zu viel für die Werte, die er dann hat. Das ist richtig, richtig gut, was er anhat, ja, aber es ist einfach vom Preis her nicht gerechtfertigt. Gerade wenn ihr das letzte FIFA beachtet, da hatten solche Karten nie so hohe Preise gehabt. Dann haben wir hier Edin Dzeko. Als Rulebreaker-Karte habe ich mir gegönnt, wollte ich unbedingt im Team spielen, weil guckt euch die Werte an. 89 Tempo, 88 Schießen, Passen, ja gut, meinetwegen, Dribbling, okay, aber immerhin über 80. Defensive brauchen wir gar nicht reden, ist halt ein Stürmer und Physis 82. Richtig, richtig guter Allrounder, vor allem sein Kopfball-Stat. Das ist bei mir einfach der Kopfballspieler schlechthin. Was wollt ihr mehr? So, was wollt ihr mehr? Ne? Angeschnittener Schuss, okay. Daneben haben wir noch Gerard Moreno. Ist tatsächlich auch schon in meinem letztjährigen FIFA 22 Team gewesen, aber auch eine bessere Karte von ihm. Könnte ich mir vorstellen, auszutauschen. Ich wüsste nur nicht gegen wen, damit ich hier die 33 Chemie kriege. Könnt gerne was vorschlagen, wenn ihr was im Kopf habt zu dem Team. Auf der Ersatzbank für den extra Oblak-Effekt, Jan Oblak. Wenn ich den rein tue, hat aber das gesamte Team nur 32 Chemie. Und ich finde jetzt Mike Noren nicht wirklich schlechter mit seinen 2 Punkten Defizit. Dumfries. Klar, warum nicht, ne? Milinkovic-Savic, auch einer meiner Lieblingsspieler. Brozovic. Müsste ich eigentlich auch nochmal ummodeln als ZM. Ja, so Chemistry Style weiß ich nicht. Können wir ihm noch hier Vertrag geben. Hab den auch noch nicht so lange im Team. Vor kurzem erst gekriegt. Dann haben wir noch Iñaki Williams. Hatte ich letztes Jahr im Team, weil er diese eine Special Card gekriegt hatte. Da hatte er insgesamt eine 84 gehabt, mit aber 96 Tempo. Extrem überpowerter Wert, gerade bei seinem Physiswert, den er dann noch hatte zusätzlich. Ich glaube, er hatte 85 Physis oder 86 Physis. War komplett OP. Der ist bei mir die rechte Seite runtergerannt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Mega gut. Sörloth. Mochte ich einfach so vom Namen her und auch von den Werten her. 90 Physis, 88 Tempo dazu. Schießen ist auch nicht verkehrt. 76 Passen auch in Ordnung. 82 Dribbling, ja. Als Ersatz. Und natürlich, wenn gar nichts mehr geht, kommt Simon Terodde in den Sturm. Wenn nichts mehr geht, ist er am Start. Ich habe da echt schon Gegner gehabt. Hier habe ich ihn eingewechselt. Die haben angefangen zu lachen. Alleine wegen des Gags. Suarez ist auch eine ziemlich gute Karte, nur leider die falsche Liga. Wie ihr seht, ich gehe hier auf Spanien und Italien. Ich suche mir jedes Jahr zwei Nationen aus. Und Deulofeu
Hatte ich jetzt auch relativ lange im Sturm, bis ich hier den Dzeko hatte. Ist auch eine schöne Karte. Hat mir ein bisschen zu wenig Physis. Marcus Llorente könnte ich auch als Rechtsverteidiger spielen, aber nicht als RAV. Leider. Das hätte ich wahrscheinlich ihn dorthin gestellt. Adama Traoré ist auch einfach nur so hier auf der Karte. Dann Lefebvre, ja, ist auch nur so da. Und halt Ho als Manager. Gut. Dann würde ich sagen, soll es an der Stelle gewesen sein. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt ein extra langes Wochenendvideo, Sonntagsvideo gekriegt. Das werde ich gleich direkt noch hochladen. Dauert natürlich mit dem Rendern immer ein bisschen, aber so ist das hier halt. Und dann wird das nächste Video voraussichtlich am Dienstag kommen. Je nachdem, wie die Arbeit mich da schafft oder halt nicht schafft. Und dann lasst mich in den Kommentaren wissen. Ich sage es immer wieder in diesem Video, es ist alles schon viel zu lang, aber ich wünsche euch einfach viel Spaß beim Gucken. Bis bald.